Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zum Krieg der Vergeltung Reloaded, der nach wie vor immer noch so ein bisschen Sand im Getriebe hat, weil wir komplett umzingelt sind von den Grünhäuten, die völlig übertrieben stark momentan hier abgehen und die anderen Zwerge wegräumen, als ob es nichts Leichteres gäbe. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass ich, wenn ich spiele, die lächerlichsten Szenarien bekomme, die man sich nur vorstellen kann? Das ist einfach... Normalerweise passiert das halt nicht, ne? Aber es passiert natürlich, sobald ich die Zwerge spiele. Na gut. Schauen wir mal. Ich brauche auf jeden Fall Handelspartner. Und daher der Plan, in diese Richtung zu gehen, nicht aufgeht. Oh, jetzt habe ich den Himmelshammer, den Gyrobomber. Ich muss erstmal nochmal gucken, was die guten sind. Ich weiß nicht, ob der Gyrobomber gut ist oder ob die Gyrocopter gut sind. Aber auf jeden Fall ist es nicht schlecht, das Teil zu haben. So, endlich haben wir jetzt hier den eisernen Willen. Das war das, was wir wollten. Und als nächstes können wir dann natürlich auch den Blitzschlag nehmen. Das ist sicherlich auch kein Fehler. Da wären auch nochmal 15% mehr Verlustverstärkungsrate theoretisch drin. Wir haben aber insgesamt nur noch 10 Level-Ups und die müssen wir jetzt anfangen zu planen. Also das sind dann noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, ja, dann haben wir nur noch 2. Also ihr seht, so viel ist da nicht mehr zu holen. Mamma mia. Also die Frequenz scheint auch zuzunehmen, mit der sie kommen. Ich meine, die haben ja wenigstens noch billigere Truppen. Ach ja. Und ich weiß ganz genau, was passiert, wenn ich das jetzt hier berechnen lasse, deswegen spielen wir es selbst. Ihr seht hier viele Schlachten, Freunde. Jetzt gucken wir mal. Die kommen von da hinten. Wir stellen uns insgesamt jetzt deutlich weiter hinten auf. Mhm. Aber immerhin schaffen es jetzt hier unsere Fernkämpfer gewissermaßen mal auch Level hier zu machen, ne? Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Mhm. Wow, das hat sogar hingehauen hier. Okay. Wir bekommen jetzt eh noch eine Menge Truppen dazu. So, was hat der Kollege? Hat der irgendwie eine Aura oder so? Das will ich gerade eben mal anschauen. Hat der eine Aura? Der hat eine Aura und zwar physische Resistenz plus 40% Schaden durch rüstungsdurchdringende Geschosse. Kann sich nicht bewegen. Wenn man diese Fähigkeit anwendet. Ansonsten hat er noch, momentan noch keine. Okay, das heißt also, ich kann ihn ohne Probleme dann jetzt hier mit reinstellen. Okay. Jetzt warten wir, bis die jetzt hier dazukommen. Godric und Felix. The clans unite. We stay put. Ihr bleibt also heiß. Strike out. Du gehst da noch mit dazu. Stellst dich einfach da noch mit dahinter oder so, das passt dann schon. Weil so habe ich nämlich jetzt hier meine Männer gleich alle beieinander. Und da geht's jetzt auch schon los. Da habe ich nämlich noch mehr Geschosse am Start.
So, alle haben Stellung bezogen. Die letzte Artillerie kommt auch noch jetzt ran und fängt an zu ballern. Und da schießt jetzt auch schon. Sehr gut. Oh Gott, ne, Arachnarok-Spinne haben sie auch noch. Mhm. Und sie kommen jetzt erst noch hier in die Todeszone unserer Schützen. Ich bin überzeugt davon inzwischen, dass ich vielleicht doch ihr Arkendorf holen muss. Schaut euch das mal an, da ging ein Drittel der Hitpoints raus. Oh, die sind schon weg. War ein netter Versuch. Dafür hat man Helden, dass sie Heldentaten begehen, ne? Momentan läuft das ganz gut. So, das Vieh ist jetzt gestoppt worden. Mhm. So, könnt ihr da draufhalten hier? Bin ja eigentlich ganz gut. Die haben leider auch noch Artillerie, die mir gerade in tierisch auf den Senkel geht. So, jetzt können die da freier schießen. Das ist das Scheiß hier schon wieder. Konnt's gerade nicht angreifen, keine Ahnung warum. Schieß es tot, also das Vieh muss tot sein. Das ist der Armilos. Komm, schieß es tot. Dafür habe ich dich, um sowas tot zu schießen. So, die sind down. Ja, ich krieg den leider nicht mehr, aber ihr seht jetzt hier mit genügend Feuerkraft geht das eigentlich ziemlich gut. Noch ein paar Geschosse und dann sind wir eigentlich wieder in der alten Situation. Manch einer wird sich vielleicht von euch fragen, warum ich nicht von Anfang an mehr auf die Wirtschaft gesetzt habe. Ja, hätte ich das gemacht, hätten wir deutlich mehr Probleme. Diese kleinen Boni, die ich da jetzt rausgeholt habe, die können echt in vielerlei Hinsicht einen Unterschied machen. So, wir sehen, dass nach wie vor die meisten Kills von den Ferneinheiten gemacht werden. Auch hier gerade von der Artillerie. Deswegen, ihr seht ja, die Artillerie ist einfach sein Geld wert. Aber man darf es halt auch nicht übertreiben, ne? Ich glaube, dass arg viel mehr als drei, allerhöchstens vier, das höchste der Gefühle ist, weil dann hast du langsam irgendwann mal Schwierigkeiten, die alle irgendwie unterzubringen. Retake the realms. Beards in belts,
Trank der Trollkühnheit, unerschütterlichen Angriff. Das ist ein sinnloses Item für uns. Ist leider für uns ein unsinniges Item. So, jetzt bist du hier wieder drin. Kannst da hingehen, hier in den Hinterhalt gehen. Ja, ja, wir lassen sie kommen, keine Sorge. So, einheitlicher Feuerdrill. Armee des Helden, Reduktion der Nachladezeit ist ziemlich nice. Das ist etwas, was ich denen jetzt hier gebe. Aber ihr seht, wir haben immer noch das Problem mit dem Geld. Also die plündern uns jetzt hier halt einfach gerade eben die Hucke voll. Und der wird das wahrscheinlich auch demnächst anfangen. Ich komme aber einfach an sie nicht ran. Ja gut, der würde rankommen. Die Frage ist halt, ob ich das wollen kann. Nee, die Stadt ist dooferweise nicht in Reichweite. Ich würde mich halt freuen, wenn man irgendwas machen könnte, dass die Stadt hier diesen gesamten Bereich hier blockieren könnte, wisst ihr? Das wäre schon echt cool. Und jetzt 1000, die mir halt flöten gehen, wenn ich jetzt hier nicht ranrücke. Nominell eine einfache Schlacht. Mal gucken, wie einfach sie wirklich wird. Wir tun, was wir können. Ach ja. Immerhin sind es diesmal keine Schwarzorks. Bin ich ja jetzt schon mal glücklich darüber. Das ist schon mal schön. So, da drüben kommt nochmal die Unterstützung des Feindes rein. Wir sind dann hier. Und machen uns jetzt einfach mal hier schon mal bereit. Mein Host! So. Get moving! Nothing can stop us! So, wenn die alle drin sind, muss ich denen jetzt gleich erstmal nochmal eine gewisse Ordnung geben. Warte, ich gehe mal deswegen mal auf Slow Motion. Denn alles andere führt nur zu Problemen. So, jetzt habe ich hier die Nummer 1. Und die Nummer 1 bezieht jetzt erstmal kurz hier Stellung. Dann haben wir hier noch eine ganze Menge an Einheiten, die Fernkämpfer sind. So. Und ihr seid die Nummer 3. Die Nummer 3 stellt sich jetzt mal so auf. Und so. Nummer 2. Muss davor geparkt werden, allerdings in zwei Reihen. Machen wir euch mal so hin und so. So, dahin. Wie gesagt, die Nummer 1 so davor. Es wird knackig, die alle abzuwehren. Du musst auch in die vorderste Reihe zwecks schießen. Und jetzt kann ich die Geschwindigkeit normalisieren. Pump those dwarfen legs! Let's start shooting! Gertrick! Onward! Steady! Move! Kazook! Go! Warte mal, hier ist noch ein bisschen eng. Move!
Hump those dwarven legs! Targets, Lord! Range far, range fast! Come on! I suppose so. Thunderers! Thunderers gehen dahin, ihr Sohn. Jetzt kommen sie von der Seite. Theoretisch habe ich noch genügend Zeit, mich da hinten hinzustellen. Dann machen wir das doch einfach. Ist wahrscheinlich sogar besser so. Back to back, making ground. Good. Go. So. Dann verlegen wir uns mal in die Ecke. So schmerzbefreit muss man sein. Dann kommt mal an, ihr kleinen Mistviecher. Ja, die drehen sich ein. Die werden auch kommen, früher oder später. Würde mich wundern, wenn sie nicht kommen. Wenn sie nicht kommen, dann müssen wir halt noch an sie ran. Das ist aber das erste Mal, dass sie nicht kommen. Momentan machen sie aber nicht den Anschein, dass sie kommen wollen. Aber wir geben ihnen noch ganz, ganz kurz. Und Minella, nehme ich hier gerade eben echt den Punktvorteil. Kann es sein, dass sie deswegen nicht kommen? Weil wir die Stärkeren sind? Aber die Möglichkeit besteht sogar. Ja gut, dann müssen wir halt vor... warte mal, da muss ich das hier noch wegmachen. Der Nummer 3 zuordnen. Okay, also müssen wir doch angreifen. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich zugeben. Aber dann können wir uns auch hier den Hügel hier nehmen. So, mal ein bisschen rummanövrieren, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ich möchte nicht hier im Wald kämpfen, das ist für die Fernkämpfer unglaublich schlecht. Aber das kennt ihr ja selber auch. Ja, meine sind natürlich sehr müde. Das ist das Problem. So, jetzt muss ich gleich mal sehen, wenn die Artillerie sich ausrichtet, wie weit wir feuern können. Okay, das ist die Reichweite. Das ist natürlich noch nicht so weit. Halt Stück für Stück rantasten. Kann nicht mehr allzu lange dauern. Kurz davor. So, Artillerie feuert.
Das wird sie jetzt wachrütteln. Ja, jetzt kommen sie. Na also. Ich rück da mal jetzt hier auch einige Zwergeneinheiten aus dem Zentrum wieder raus, weil sie uns hier umringen wollen, wie man sieht. Unsere Geschosseinheiten machen hier schon mal einen guten Job. Ja, ich komme da einfach nicht ran, das ist doof. Was die hier schießen, aber es wirkt nicht so, als ob sie es wirklich mit Elan machen würden. Jetzt mach doch endlich mal. Man sieht halt einfach keine Reaktion, ne? Ah, doch, man sieht diese Geschosse bloß kaum. Okay, sie schießen. Der Jäger ist hier noch am Start. Oh Gott, da drüben brennt's. Your targets well. Maneuvering. Doing it. Gertrick. Mm-hmm. Also auf jeden Fall die eine Flanke haben wir gut im Griff. Die andere könnte besser laufen. Ja, hier meine ich. Yes, thine. Longbeard. For the Karazankor. Glowthrow. Mhm. The end. All right then. Azhar-Kita. From those dwarven lakes. Zum Glück sind die Artillerieeinheiten der Zwerge durchaus ja stabil. Sind wir kurz vom Army los beim Gegner. Und da ist es passiert. Oh Gott, wie unangenehm schon wieder. Ich lasse jetzt wieder schießen, so gut es geht.
Aber Hauptsache, ich habe es geschafft, jetzt sie davon abzuhalten, hier irgendetwas noch weiter zu belagern. Mir Geld wegzunehmen. Tja. An der Stelle sage ich vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Wir schauen uns jetzt hier noch das Ergebnis ganz kurz an. Ich will wissen, wie viele Leute wir wirklich verloren haben. Ich hoffe, es war keine ganze Armee. Aber wir sehen, ne, die haben hier wirklich gut durchgehalten. Die haben es schon drauf, die Zwerge. Das muss man ihnen lassen. Vor allem die Fernkämpfer sind überraschend stark, selbst gegen die Wildschweine. Und das liegt einfach daran, dass in diesem Spiel alles, was reitet, scheiße ist. Das ist bis auf Drachenreit oder sowas. Aber alles, was irgendwie auf... schade, dass mir einer draufgegangen. Alles, was irgendwie auf einem Pferd oder auf einer Sau reitet oder sowas in der Art und Weise, ist einfach Mist. Okay, liebe Leute. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.